Hallihallo, Beastosif ist am Start für euch. Neues Commentary und diesmal nicht auf meinem Channel aktiv, sondern auf dem lieben Aimbrot seinen Channel. Und ja, erstmal kurz zum Gameplay. Und zwar, ich habe hier gespielt Modern Warfare 2 CDM Bodenangriff gegen zwei Hacker, die ihr gleich hier unten im Killfeed seht, dass die sich ins Gegnerteam hacken und trotzdem noch grün angezeigt werden. Also, zum Gameplay. Ist mit der FAL Rotpunkt erspielt und als Secondary die Rafika mit Schalldämpfer. Als Perks hatte ich dabei Fingerfertigkeit, Feuerkraft und ruhige Hand. Alles in der Pro-Version natürlich. Als Streaks 7, 11, 25, Harrier, AC-130 und die Nuke. So. So, was habe ich hier erreicht? Erstmal eine 92 Sekunden Nuke, denkt man schon so, okay, ist jetzt nicht so krank, aber ist schon relativ gut. Aber Leute, jetzt kommt's. Erstmal war eine Live-Runde, habe ich gestern erspielt, aber ich werde es natürlich jetzt nachkommentieren fürs Schützlingsprojekt. Und es war insgesamt ein 57 zu 3 in TDM-Bodenangriff. Ist also schon ziemlich nice, vor allem, weil die Connection richtig minderwertig war. Die war so immer so 2 bis 3 Bar. Und das mit einer FAL zu spielen, mit einer Einzelschusswaffe, ist nicht unbedingt das Beste, wie man sich bestimmt denken kann. Und wer das schon mal gespielt hat, der weiß, wovon ich hier rede. So, dann war es das eigentlich auch schon wieder gerade zum Gameplay-Technischen. Und zwar, jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem Commentary, was wir vorbereiten sollten. Und zwar mache ich das Ganze hier Freestyle natürlich, frei Schnauze, was geht ab. Und erstmal wollte ich mich im Namen aller bedanken, denn das ist echt eine geile Aktion von dir, Max, dass du dieses Projekt mal ins Leben gerufen hast, um kleineren YouTubern auch mal die Hilfe zu geben, beziehungsweise mit dir Projekte zu starten, ist natürlich immer nice. Ich finde sowieso Dual-Sachen oder Projekte mit einem anderen YouTuber sind sowieso richtig geil, weil man kann sich so schön aussprechen und es ist, das macht einfach auch richtig Laune. Also wer selber YouTuber ist, und das werden jetzt einige sein, die hier auch mitmachen werden und schon mal ein Duel gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Wenn man sich mit jemandem gut versteht, dann ist es immer geil. Und Schützling ist natürlich dann erst recht eine richtig geile Aktion von dir, Max. So, dann komme ich mal heute zu meiner Person ein bisschen. Und zwar, ich heiße Philipp, bin unter dem Namen Beast of Sief bekannt. Oder auch nur Sief. Mein Channel wird natürlich in der Beschreibung unten verlinkt sein, aber könnt ihr ja mal drauf gucken. In letzter Zeit viel MW2 gebracht, aber keine Sorge, ich kann natürlich auch Black Ops 2 Gameplays und so weiter spielen. Ich wollte nur heute mal MW2 bringen, weil erstens, ich spiele es in letzter Zeit ziemlich oft, obwohl es auf der Playse ziemlich verhackt ist, aber trotzdem, ihr seht ja, ich kriege meine Gameplays trotzdem hin. Und damit wäre der erste Punkt schon mal erledigt, den Max uns gestellt hat, und zwar eigene Gameplays bringen. Ja, also wie ihr seht, bringe ich nicht das Schlechteste gerade jetzt, auch wenn es jetzt mal MW2 ist. Vor allem, ich finde auf der PS3 ist MW2 halt viel schwieriger als auf der Xbox, denn man muss sich durch viele Hacker durchschlagen, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Und zwar, wurde uns von Max noch gestellt? Gute Audioqualität, die habe ich, glaube ich, auch mit meinem T-Bone SC440 USB Standmikrofon. Und ja, also denke ich schon mal, das ist relativ gut. Dann eine Piepsstimme habe ich, glaube ich, nicht. Und ja, ich bin momentan kein Impact-Member, wer hätte es gedacht, dürfen wir auch gar nicht sein, hat Max ja alles deutlich gesagt. Und ja, deswegen mache ich hier einfach mal mit. Ich habe 540 Abonnenten momentan, bin auch ziemlich stolz darüber. Vielleicht kennt mich ja der ein oder andere schon, wäre natürlich witzig, aber ich glaube jetzt nicht, dass mich hier einige schon kennen. Aber naja, großartig zu meiner Person. Ich spiele auf der PS3, wie gesagt schon. Und ja, ich kommentiere jetzt schon seit, ich würde schon fast sagen, seit einem Jahr. Und ich habe auch wirklich Spaß am Kommentieren, also es macht mir immer wieder Laune, obwohl ich in letzter Zeit viel mehr live gebracht habe. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen aus dem Redefluss draußen. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So schlimm höre ich mich, glaube ich, hier nicht an. Und ich hoffe natürlich, meine Stimme ist auch angenehm für euch zum Hören. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr für mich voten werdet, beziehungsweise dass ihr mal ein Like da lasst, dass ich eventuell der Schützling vom Max werde. Denn ich verstehe mich mit Max auch wirklich gut. Wer es nicht weiß, ich habe mit ihm mal ein Duel gemacht. Ist jetzt schon ein wenig länger her. Und da waren wir halt ungefähr, was weiß ich, eine Stunde vor in der Skype-Konfi schon. Und wir haben einfach so viel gelacht. Also ich verstehe mich wirklich gut mit Max. Aber so viel habe ich jetzt noch nicht mit ihm gemacht. Ich habe wirklich nur ein oder zweimal mit ihm geskypt. Und sonst eigentlich nur mit ihm geschrieben. Aber Leute, Schützling soll ja immer guten Kontakt mit dem YouTuber haben.
Und das ist bei mir und bei Max auf jeden Fall gegeben. Also wenn ihr sowas sehen wollt, dann wäre das natürlich korrekt, wenn ihr für mich voten würdet. Und ja, Leute, hier gleich nochmal die Host-Migration. Und das war's jetzt auch langsam schon mit dem Gameplay-Commentary. Wie gesagt, Leute, wenn euch mein Stil gefallen hat, dann bitte ein Like da lassen, dass ich eventuell der Schützling von Max werde. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal wirklich herzlichst bei Max. Richtig geile Aktion. Und das Gameplay endet mit einem 57-3. Ich verabschiede mich, Leute. Servus.